Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft, diesmal wieder mit den bekannten Gesichtern aus der letzten Folge, Waldkrieger und Debalator und Doxy und Stefan. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ich hab wieder die peinliche Stille. Ich hab einen Grasblock. Waldkrieger, guck, ich hab einen Grasblock. Du hast einen Grasblock? Ja. Du hast einen Enderman getötet. Mach's nicht so unspektakulär. Wenn ich irgendwas Cooles in deinen Pool angel, kannst du's haben gerne. Ja, das ist gut. Kam ja auch aus meinem Pool. Übrigens hier bei mir hat sich irgendjemand Waldkrieger gedacht, lass doch mal einen Creeper in die Luft gehen oder vielleicht noch zwei in der Zeit zwischen den beiden Aufnahmen. Das ist alles das schlechte Karma für die Leute, die schon Dias haben. Er hat aber doch keine Dias. Doch, natürlich hat er schon Dias. Ja, aber Beiz hat sie ja in die Luft gejagt. Ja, aber er hat ja mein Haus in die Luft gejagt. Richtig. Und auch. So, du wolltest die Koordinaten vom Spawn haben? Ja, von da, wo ihr so lebt halt. Dann hätte ich kurz mal ausgerechnet, wie weit wir denn auseinander sind, wirklich. Okay, warte, dann lass mich gleich kurz hochgehen. Ja. Dann kann ich dir das mitteilen. Ich muss hier nur noch ein bisschen Erde abbauen. So. Mein Haus steht wieder. Gleich nehme ich auch noch ein bisschen Kohle mit. Was zündet ihr da draußen an? Ich. Bescheuert? Was fragst du noch? Wo sind meine Protein, die ich gerade eben gecraftet habe? Ich hab sie nicht. Das kann ich dir sagen. Ich sollte anfangen, wieder Weizen anzubauen. Gut, dass ich einen Pool hab. Ja, bestimmt. Das sollte doch hier. Ja, guck mal, das funktioniert. Aber hier müssen doch irgendwo Dias sein. Das gibt's doch nicht. Keine Dias finde. Blub, 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 blub. So. Warum lässt du da draußen eigentlich die ganze Zeit einen Hund im Wasser rumschwimmen? Der kommt nicht mehr raus. Kannst du ihn eigentlich Männchen machen lassen, dass er dabei nicht mehr schwimmen kann? Er schwimmt die ganze Zeit. Ich merke schon, ich spiele hier nur mit Tierquälern. Du lässt deinen Hund die ganze Zeit im Wasser schwimmen. Nein, na, wer hat ihn denn da reingelockt? Das weiß ich nicht. Der Typ, der gerade angelt. Hallo. Doxy hat ihn hinterrücks da reingelockt. Wahrscheinlich sogar reingeschlagen, habe ich genau gesehen. Er ist mir gefolgt. Wir ja, weil du mich angegriffen hast. Mann. Natürlich wollen mich meine Hunde beschützen. Ich bin gleich soweit. Hast du endlich Diamanten gefunden? Nein. Okay. Ich dachte schon, das heißt soweit. Ja, ist gleich soweit und hat es wieder aufgegeben. Und gib mir dann die Koordinaten. Richtig. Du hast ja schon wieder nichts hier. Ich mach schon wieder nichts. Du hast schon wieder nichts, dein Kohle ist ja quasi schon wieder weg. Ja, wir mussten da viel brennen. Okay. Krieg ich den Keller ja nie fertig. Naja, dann lass ich ihn einfach. Den Rest kannst du machen. Ja.
Trotzdem danke für die Hilfe. Muss gleich einfach gucken, wer überhaupt aussieht. Super. Du wirst nie einen besseren finden. So, ich geb dir einen Weg nach drüben. Was hast du gesagt? Mine? Nether-Portal, ne? So. Zu euch also. Zurück. Im Pool. Im Pool, stimmt. In den Poolraum reingehen. Und dann Nether-Portal. Hörst du mir zu? Ja, einen Moment, das muss ich kurz eben dann. Hau raus. Au, das hat meinen Ohren weh. So, minus 180, 67 und 250. 67 und 250. Genau. Was habe ich gesagt, wie weit müssen dann da Portale auseinander sein? 1024. Ich setze einfach mein Netherportal gleich nochmal um 10 Blöcke um. Das sollte reichen. Oh, gleich mal die Ist gerade jemand durch das Netherportal zurückgegangen? Ja, ich. Willst du mir die genauen Koordinaten von deinem Netherportal geben? Ja, Moment. Dann kann ich gucken, einfach, weil ich meins versetzen muss. Merkwürdig. Zwei Hunde sind mitgekommen und einer irgendwie nicht. Ja. Oh, hier, um den großen Baum sprießt gerade Pozzolium. So, was hab ich hier? Minus 446 und 1024. Moment, ich habe minus 87 und 226. Minus was? 87. 87? Ja. Und 226. Ich bin von meinem Haus aus gegangen. Ja, okay, dann ist es doch, sind die doch näher aneinander, sonst sind die nur 800 Blöcke auseinander. Ich mach das einfach so, da ich das im Nether umsetze, ich hab mir die Koordinaten ausgerechnet. Ja. Ich habe eine tolle Sache gefunden für dich. Was hast du gefunden? Wirst es gleich sehen. Es wird dich umhauen, was ich gerade geangelt habe. Oh je. Ein Amboss. Ein Schlagstück, mit dem ich Docks hier gerade von meinem Dach runterbox. Na, ich hab noch mehr, ich hab noch mehr. Warte, es wird nur besser. Okay. Der Weg sieht ja langsam gut aus. Ja, ne? Sieht schick aus. Kann man so richtig machen. Richtig fancy. Wird noch ein bisschen mehr Gras über die Sache wachsen lassen? Ach, das wird besser. Ja, dann mach doch. Das sind Fische. Du hast Essen. Okay, ja, du hast Essen. Essen ist gar nicht so schlecht, weil ich hab nichts mehr gerade. Hey. Sieht nice aus, ne? Aha, Erde. Aha, Sand. Das ist alles, was ich gerade fange. Ich hab noch nicht die beste... Ich war nummeriert. Angelroute. Mir fehlt noch auf... Mir fehlt halt noch ein wichtiges Enchantment auf diese Angel. Und zwar Luck of the Sea hilft, dass man weniger Trash findet. Ich hab gerade nur Trash gefunden. Ja. Ich hab einen Stock gefunden. Ein Lilypad. Eine Seerose oder wie das auf Deutsch heißt. Ja. Und ein Balldings. Tripwire Hook. Weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Ein Stolperfaden. Boah, schreit mir halt alle ins Ohr. Möchtest du Diamanten? Warum bist du denn heute so geräuschempfindlich? Keine Ahnung, irgendwie seid ihr extrem laut ein bisschen. Ja, hast du immer noch die anderen Kopfhörer? Nee, ich hab mittlerweile meine richtigen wieder auf. Ich hab mir jetzt einfach das Handy-Ladekabel geholt. Doxy will mir Diamanten zuschmeißen. Ich würde ihn ablehnen. Pass auf, gegen wen du kämpfst. Du hast nicht einmal ein Schild.
Ui, da sind mir aber viel Eisen abhanden gekommen. Vor allem Stefan. Okay, wir hören auf. Ja. Und er hat gesessen. Wir haben auch andere Bäume hier mittlerweile. Ich hab Sharpness oben. Das war der erste Schlag, der richtig getroffen hat und richtig viel Damage gemacht hat. Der hat 8 Damage. Ja. Diese 3 Herzen sollte das Ding gerade gemacht haben oder so. Nee, 8 Damage sind 4. Ja, aber mit Rüstung zusammen sind es ungefähr 3. Ich hab gerade Rüstung mit eingerechnet. Sehr schlecht. Ich weiß nicht, wie das mit Rüstung ganz genau funktioniert. Ich komm bald wieder, ich hol mir kurz Sharpness 5 und ein Stärke Potion und dann kann ich das Overkill Enchantment holen. Wann genau hattest du Zeit, so viel eigentlich zu erfahren? Ich? Ja. In den Folgen und zwischen den Folgen war ich halt immer produktiv. Aha, zwischen den Folgen. Hi, Beikrieger. Ja, noch irgendwo Kohle. Da ist noch Kohle. Was? Warum hast du ein Diamond aufgehoben, aber ich habe nicht das Enchantment bekommen? Advancement. Minecraft. Jetzt habe ich einen Gibt's Diamanten mehr. Jetzt bringen die auch nichts mehr. Cool, ich habe gerade 6 Diamanten gekriegt. 7. Ah ja, stimmt, der erste noch. Flora, wie viele Diamanten hast du eigentlich mittlerweile? Warte, Creeper, komm mit zum Haus. Alles hat seinen Preis. Mach dein Haus bitte kaputt. Ich hatte das Haus gerade eben erst repariert. Bleib mal lieber vom Haus weg. Alles hat seinen Preis. Nein, mach das Haus kaputt. Diesmal ist nichts kaputt geworden vom Haus, verdammt. Beides, ja. Ich glaube, das musst du machen. Du weißt, wie man einen Creeper eine richtig findet. Eine Glasscheibe ist vorne kaputt. Nein! Wer hat denn das gemacht? Wie kann man dir denn so etwas antun? Du bist doch so ein guter Mensch. Also ich hab Magma-Blöcke. Und es leckt. Ich hab diesen der komische Mantarochen und greift mich an. Mantarochen? Ja, die Phantome. Ja. So. Die geben aber einen ziemlich seltenen Drop. Der ist ja toll. Ich brauch noch auf den Keks. Welchen Drop geben die? Oh, wie heißt das? Phantom-Sheet oder so. Ach, das habe ich glaube ich schon. So, ich bin wieder zurück. Mal kurz nachgucken gehen. Du meinst Phantommembran? Ja, mit der kannst du ein Potion machen namens Slow Falling. Damit gleitest du nur noch in der Luft runter. Und egal wie weit du runterspringst, du bekommst keinen Fallschaden. Okay. Brauch ich nicht, ich fall nicht. Es ist aber ein ziemlich lustiges Gefühl, wenn du von einer Klippe so ganz langsam runter segelst. Ja, meine Leitern sind kaputt gegangen. Oh, ich bin böse. Ja, was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Komm mit. Ich zeig dir den direkten Weg, dann bist du in einer Minute spätestens zu Hause. Komm her. Wenn es über eine Minute dauert, bekomme ich alle Diamanten zurück. Okay, komm her. Also du bist in der Minute bei Dings. Weiß nicht genau, wie weit dein Haus von ihm entfernt ist. Hier rein. Und direkt in der Hölle wieder ins Portal gehen. Aber nicht zu weit nach. Ach, mach einfach. Also ich sollte jetzt wieder rein ins Portal. Genau, einfach wieder zurück in die normale Welt. Okay, du darfst die Diamanten behalten. Mhm. Du hattest Glück. So, was wollte ich eigentlich? Ich wollte dir suchen, ne? Also ich hab dir es gefunden dort, also ich würde anfangen mit einer Strip Mine. Hey. Bleib mir mal weg mit einer Strip Mine.
Habe ich jetzt schon meinen kompletten Clay aufgebraucht? Brauchst du gleich Clay? Ja. Zu schade, ich hatte mehrere Stacks Clay mit. Du kannst mich mal. Was? Ich kann gern Clay farmen. Dir mal vorbeibringen. Eikrieger, willst du vielleicht im Haus sein und nicht draußen bei den Creepern? Bin gerade rein. Oh, ich hab jetzt auch Phantommembran. Ich geh jetzt noch ein bisschen Obsidian sammeln. Für was? Du hast übrigens zwei in der Kiste. Ich weiß. Ja, um dann mein Nether-Portal umzusetzen. Oh, wenn's leckt, ist nice. Ja, alles mit euren Laggen. Bei mir läuft alles super. Null Problemos. Aber jetzt müsste es eigentlich noch einen Weg zu deinen anderen beiden Häusern geben, ne, Stefan? Hä, was? Die sind doch genauso hier. Ja, aber direkter Weg, das schön aussieht. Es gibt keinen direkten Weg zu denen. Ja, deswegen meine ich ja. Ja, du kannst gar nicht von... Du kannst nur über das eine Haus rein. Ach so, baust du da so ein... Ja, das ist ein abgeschlossener Hof. Kommst du nur von innen. Du musst okay. durch das eine Haus und dann kannst du rein. Ein Kommen die ganzen Mantarochen eigentlich her? Keine Ahnung. Da hatte ich gerade auch ein paar. Kommen nur in der Nacht und die kommen... die spawnen nur, wenn Player in der Nähe sind. Ja, aber trotzdem, wir hatten jetzt einige Nächte lang gar keine. Und jetzt wieder so viele. Ich glaube, das hat was mit dem Mond oder so zu tun. Ja, jetzt, ich bekämpfe gerade schon wieder zwei. Also ich habe jetzt schon 5 oder so getötet. Hast du auch 5 Membranen? Nein. Ich habe bei beiden, die ich jetzt getötet habe, eine Membran gekriegt. Ich habe jetzt auch gerade bei allen drei, die ich getötet habe, eine Membran bekommen. Das ist eigentlich ein sehr seltener Drop. Nein, war ja nicht. Ja, weil ihr Luck hattet. Oder weil das seltener dran ist, dass die Phantome auftauchen. Weitkrieger ist wieder tot. Das war in dem Fall sogar geplant. Okay. Und was für ein komisches Häuschen hast du da hinten schon wieder gebaut, Stefan? Ah ne, das ist Weitkrieger. Ja, da hab ich angefangen zu bauen. Ich hab nicht mal ein Haus. Ich hab zu wenig Geld dafür. Ja, könntest du mal was bauen. Was Hättest du deine Diamanten nicht in eine Rüstung umgewandelt, ne? Hättest du dir jetzt ein Haus kaufen können. Echt mal. Oder hätte er nicht 7 von den Diamanten einfach verschenkt? Ich hab sie jeden von euch angeboten, die Diamanten. Und ich fahr meine scheiß Dias selber. Bis du es aufgibst. Ich werde es niemals aufgeben. Irgendwann findest du bestimmt einen. Irgendwann, ja. Ja, dann ja. sollte er Diamonds finden und dann ist es nur so ein Ohr. Ich weiß gerade, es gibt eine Versicherung für Alien-Entführung. Wie viel kostet die? Ich bin nicht sicher. Weißt du, viele Amerikaner haben diese Versicherung anscheinend. Und wie genau ist man da versichert? Was bekommt man dann, wenn man von Aliens entführt wurde? Ja, es geht darum, wenn du entführt wirst, untersucht und dann wieder zurückgesendet. Mhm. Dann bekommst du da eine kostenlose Anus-OP oder? Keine Ahnung. Weißt du, also, jawohl. Für die Sonden halt schon wichtig. So, jetzt habe ich 1 Stack, 2, 3. Die Sache ist ja die, es gibt viele Menschen, die dumme Sachen machen. Aber also bei so einer Alien-Versicherung kann man sich halt denken, so voll lustig, mach mir mal eine Alien-Versicherung. Aber man muss dafür Geld ausgeben. Warum macht man dann sowas? Gott sei Dank. Lieber Latte? Ja. Ich habe fast 6 Stacks Clay gefarmt haben für dich.
Ich muss es dir nur abholen. Ja, ich hol's mir gleich ab. Und ich fahre auch gleich weiter, ich muss halt wieder. Du bekommst eine Aufgabe. Nimm die mal. Und komm mal mit. Du musst gleich, wenn ich in die Hölle gegangen bin, das Netherportal abbauen. Okay. Ich muss kurz einmal mehr. Minus 445, 1024. 45. 1024, was ist die Höhe hier? Als Höhe haben wir 6, 8. Gut. Okay. Bis dann, ich hoffe, ich komme wieder zurück. Wenn nicht, dann stirbst du. Warum ist hier ein fucking Creeper in der Hölle? Warum sind hier zwei fucking Creeper in der Hölle? Oh, da sind mal Creeper reingekommen irgendwie. Ah, jetzt sind sie tot. Also einer hat sich so doll gefreut, mich zu sehen, dass er tot ist. Der Suizid begangen hat. Ja. So. Dann suchen wir jetzt mal die Koordinaten hier. In die Richtung. Machst du jetzt den Nether Highway oder wie? Ja. Und bei dem letzten nach da noch. Okay. Das ist gar nicht so weit. Ein paar Blöcke muss ich nur hier lang. Nur mal eben 100 Blöcke. Jetzt habe ich nicht mal mehr Kohle. So ging es mir auch gerade eben, dann habe ich Diamanten gefunden. Oh oh, Nava. So, 8 Stacks und ein halbes Stack Clay. Das sollten genug für dich, das sollte genug Clay mal für dich sein, oder? Weiß ich nicht, ich will davon ein ganzes Dach bauen. Also ein Stack, drei Stacks Clay machen, jetzt rechne ich gerade irgendwie falsch. Du brauchst pro Brick 4 Clay. Also 12 Clay für 3 Bricks, um 6 Slab zu machen. Also du brauchst 6 Clay für, du brauchst 12 Clay pro 6 Slabs. Los, dieser Kackgeist. Egal, solange er nicht schießt, kann ich bauen. Gar nichts mehr. Also du könntest 202 und du bekommst aus den Clay 272 Slabs. Okay. Ah, hier muss ich wieder hoch. Durch den ganz sicheren Weg. So. Hier. Und ein bisschen darüber. Natürlich genau in der Lava. Und die Höhe ist auch noch nicht richtig. Einer weg. Ah, das Netherportal müsste genau hier oben in die Luft. Hätte mir vielleicht Cobblestone mitnehmen sollen. Ich besorge jetzt mal ein paar Schienen. Ein paar Schale-Schienen. War dumm.
hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem 2x2 Tunnel was spawnt? Kommt auf an, wie lang der Tunnel ist. Da ist es ja schon richtig. Oh oh, schon kalt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich hab mir eine Plattform, hab mich gerade hochgebaut in der Hölle und jetzt schießt ein Geist auf mich. Und ist gleich zu stark, um die Dinger zurückzuschießen. Und das war's. Baboom. Baboom. Altkrieger? Ja. Du musst deine Aufgabe gleich nochmal machen, du musst nochmal zurück in die Hölle. Dann komm ich gleich mal wieder. Moment. Ah, einen Moment, ich brauche noch ganz viel Cobblestone und ein neues Feuerzeug. Habe ich eigentlich Melonsamen? Den Obsidian habe ich noch. Okay, gut, dann ja, das die ist will gut. Ich eigentlich auch nicht anbauen. Warum nicht? Melonen sind eigentlich cool. Aber die wachsen kacke. Aber habe ich keinen Flint? Ach, ja, das einer. Schon mal sieht aufbauen. Gut aus. Ja, bau schon mal auf. Voll scheiße. Weißt du, Melonen baust du eigentlich nur an, damit es optisch ein bisschen was aussieht. Ich kann die Tür unten ruhig auf. Oh, das ist komplett abgebaut. Eigentlich hat er einen Block gereicht. Ja. Na, ich dachte, kommt komplett woanders hin. Das ist hier so klein. Nein, nee. Die oberen beiden müssen wieder weg. Ja, gut. Wäre ein ziemlich süßes kleines Portal gewesen. Los, Block, ich hau mit drauf. Ja, mit der Hand abbauen dauert genau 500 Sekunden. Hm. Bis dann. Na, oh, das ist ja diesmal reicht ein Block abbauen. Okay. Dann verlierst du nicht ganz so viel Zeit. Ich meine, 500 Sekunden gehen doch vollkommen. Da ist der Kackgeist wieder. Vielleicht ist er wieder tot. Ja. Oh, das war knapp. Als ob der Geist, der wird gerade die ganze Zeit so knapp von seiner eigenen Kugel verfehlt. Ey, du hast getroffen. Ja, ich habe sogar eine Träne gekriegt. Und es hat einen ziemlich coolen Sound gegeben bei dem Achievement. Oh ne, es war doch nicht der Geist, der mich getroffen hat. Ich höre noch heute den anderen wieder. Da oben habe ich mich hingebaut. Haben wir doch diesmal einen sicheren Kabelweg dahin. Erstmal. Auf welcher Höhe bin ich? Ah, ich muss noch ein bisschen nach oben. Ich muss noch gar nicht nach oben, ich muss ja erst nach unten. Erstmal Items aufsammeln gehen. Ha! Es sieht so aus, wenn nichts in die Lava gefallen ist, obwohl ich genau zwischen Lava gefallen bin. Blub, 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 blub. Eins, zwei, drei, vier. Schild ausrüsten. Und auf geht's! Warum ist eigentlich gerade zurück? Was macht ihr alle? Ich bin mit meinem Farm. Farm, Farmen.
Farmen. Wie gesagt, ich hab Spaß mit den Hunden. Das klingt falsch. Das klingt nur falsch, wenn du es falsch möchtest. Eben. Ich halte ihm nur meinen Knochen hin. Oh, okay. Kannst gerne zugucken, wenn du willst. Nee. Ich verzichte da tatsächlich ausnahmsweise mal. Frage ist gerne, gerade, aber wie lange wird denn schon aufgenommen? Keine Ahnung. Wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten. Oh nein. Schon wieder. Es geht ein bisschen schneller. Ja, bei Minecraft vergeht die Zeit halt. Dabei wollte ich eigentlich sogar kürzere Parts machen. Die Parts werden immer länger. Es ist halt schon irgendwie so, ja. Man sich immer weiter reinspielt. Okay. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle mal wieder fürs Zusehen. Ich mich auch. Schaut auch bei den anderen dabei. Schaut ja auch bei den anderen vorbei, die dabei sind. So. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.